Ja, und herzlich willkommen zurück bei Doom 1993 Betracked. Wir gehen weiter ins nächste Level. Das letzte habe ich ja halbwegs nur geklärt. Obwohl es für mich so aussah, als ob ich sehr viel geschafft hätte, aber das war offensichtlich nicht der Fall. Denn irgendwie hat das Spiel mega viele Rätsel und Geheimnisse für sich. Aber keine Ahnung, wie man die alle finden soll. Und theoretisch müsste man hier alle Wände abgehen, um diese Geheimnisse zu finden. Oh shit, wie zum Beispiel das! Fuck! Das war ja mal mies. Öffnet sich da einfach eine Tür, also eine Wand. Ich hätte direkt reinhalten sollen. Aber sonst gibt's nichts. Gehen wieder weiter. Bevor ich da einfach durchrushe. Auf der anderen Seite ging es nicht weiter. Dann kommen wir in einen großen Raum. Ah, okay. I see. Das andere, da drüben ist wieder so ein Gesicht. Die Musik mag ich irgendwie. Hat halt wirklich so Retro-Vibes. Okay, wo sind wir jetzt? Okay, das ist ein Geheimgang, der sich hier abgetan hat. Unten ist Poison. Strahlungsabwehranzug. Okay, was heißt das für uns? Da brauchen wir eine Karte. Ich bin jetzt schon übelst verwirrt. Wo wir hier sind, wo wir lang müssen, was es so gibt. Okay, wieso kann man hier runter? Bewegung. Okay, der Anzug ist wieder weg. Da vorne ist Exit. Da fehlt uns eine Karte. Okay, das ist kein Aufzug. Okay, Exit haben wir gefunden. Aber bringt uns gerade noch nichts. Da drüben ist die goldene Karte. Rechts ist auf jeden Fall was. Hier brauchen wir eine blaue Karte. Hmm.
blaue Karte haben sie. Und ein fettes MG. Und wieso auch immer sind wir jetzt hier reingespielt. Da drüben ist blau. Kommt von hinten was? Oh shit! Alter! Das ist mies! Wieder so ein Labyrinth mit tausend Wegen. Okay, Health haben wir 102. Das ist eigentlich gerade gut. Shit, 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 shit. Kommt da wieder so ein Vieh. Ich dachte nur, weil man da was gehört hat, vielleicht würde die Explosion was machen. Sonst einen Weg frei schaufeln oder so. Okay, dann sind wir jetzt hier. Warte kurz. Alter, wie hab ich mich erschrocken? Oh, fuck. Ein von Horrorspiel. Von wo kam der denn? Ich find's so verwirrend hier. Sonst haben wir hier in diesem Maze, glaube ich, alles. Warte. Okay. Dann geht's da drüben weiter. Nicht hier. Und da drüben. Okay, so aus wie ein Lift. Ah, das ist das Exit, okay. Jetzt haben wir die goldene Karte. Und die Waffe wo? Da unten gibt es sicherlich irgendwelche Geheimnisse. Und für das wäre der Strandanzug eigentlich gut gewesen. Okay, der geht nicht mehr runter. Wait. Wenn ich das richtig sehe, sollte die goldene Tür doch hier drin sein, oder nicht? Ach so. Das war die goldene Tür, ja dann.
Und das soll ich riskieren? Nee, wir haben den Strahlanzug nicht. Ich weiß ja nicht, ob man da wieder rauskommt. Wir gehen raus. Wahrscheinlich mega schlecht. 100% Kills. 82 Gegenstände. Nur die Heimse. Schade. Aber gut. 10 Minuten. Phobos Lab. Let's go. Die Minigun haben wir noch. Oh, das ist was ist das? Kommt da einfach so ein wie das durchsichtig ist. So unsichtbar. Alter, ist das mies. Es gibt also auch noch unsichtbare Gegner. Was passiert da? Ich höre hinter mir Stuff. Oder nicht? Doch. Natürlich. Von irgendwo hinter mir kommt Stuff. Also Gegner. Mit Stuff meine ich Gegner. Ne, wir gehen erst da weiter. Als es noch weiter geht. Okay, da fehlt uns was. Hier gibt's auch nichts. Okay. Dann müssen wir hier lang. Was bringt uns das jetzt? Hat es da jetzt irgendwo einen anderen Eingang aufgemacht? Kurz mal hier Armor holen. Oder auch nicht. Ah, wir haben die goldene Karte jetzt. Warum auch immer. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass wir die bekommen haben. Wieder runter, bitte. Ja, genau, jetzt geht's runter. Ich hab da irgendwas geöffnet hinter mir. Holy shit! Holy shit! Einfach durchrennen. Da sind die unsichtbaren Viecher. Alter. Das ist mies. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so Spaß macht. Ich war. Eigentlich hatte ich zuerst Doom 64 mal gekauft in einem Sale, glaube ich, für mega wenig. Und da dachte ich mir eigentlich, wäre es doch besser, wenn ich mal mit Doom 1 anfange. Und ja, deshalb habe ich das gekauft dann. Und jetzt. Ach Scheiße, ich habe mich selbst fast getötet. Macht das Spiel echt Spaß. Hätte ich da hochgemusst?
Kann man mit Sprinten darüber? No! Ich sterbe fast. Wahrscheinlich kann man darüber sprinten. Jetzt. So ein Warten. Gibt's da drüben auch was? Und gibt's da oben auch noch was? Okay, ich bin fast tot. Okay, ich glaube, das war's hier. Das sieht ziemlich komisch aus hier, diese Aussparung. Okay, das bringt mir zumindest schon mal was. Im Wissen, dass man auch über Abgründe sprinten kann. Okay. Health habe ich wieder. Sehr gut. Immer schön zurückschauen noch, ob da hinter mir irgendwas ist. Das ist unsichtbar wieder, oder? Oder nicht? Doch, da war doch was Unsichtbares. Okay, die blaue Keykarte habe ich. Irgendwo ist wieder was aufgegangen. Sprinten ist mega schnell. Kurz mal hier schauen, ob ich was vergessen habe. Sieht ehrlich gesagt nicht so aus. Natürlich sieht so aus. Das ist natürlich mies, denn wenn hier hinten noch was aufgeht. Ja gut, okay. Hat man auch so durchgekonnt. So nervig. Oh shit! Junge! Oh. 11! Nee, 71 HP. Oh shit! Das ist mein Untergang! Ich glaube, das war's. Ich sehe die doch nicht, wenn's dunkel ist. Mies! Echt mies! Ich glaube, das waren alle. Fucking hell!
Excel sehe. Die Golden Card habe ich, glaube ich, benutzt. Und alles andere auch. Ah, oben links sieht man eigentlich 91 Gegner, 11 Ocean, 9. 9 Kings. 9 Stück. Ah. Okay, ich glaube, das ist gerade Schaden, den ich mir selber zufüge. Und das ist eigentlich gar kein Geheimnis richtiges. Nee. Aber das ist ein Geheimnis. Gesundheitsbonus. What the fuck? Hätte ich das mal früher gefunden. Ist mich einfach wieder am Start. Also kann es auch sein, dass man diese Geheimnisse gar nicht sieht. Oder mit irgendwas gekennzeichnet ist. Ja, das war ein Geheimnis. Okay. Ja, danke dafür. Kann natürlich sein, dass da oben noch ein Geheimnis ist. Fuck. Was da oben? Nee. Und auch noch mal da oben. Schade. Egal. Ich werde eh nicht alle Geheimnisse finden. Computerbereichskarte. Munition und was? Ich weiß nicht, was ich. Drei Geheimnisse. Computerbereichskarte. Was bedeutet das denn bitte? Man muss hier echt wirklich die ganzen Wände abgehen. Theoretisch. Ob ich das machen möchte? Na, ich glaube, hier drin gibt's nichts. Also den Exit. Und das hier. Ich hab's wieder nicht eingesammelt. Weil es mich böserweise einfach zurückgebracht hat. Hm.
Nee, das ist falsch. Okay, ich bin da in diesem Raum. Das sieht halt noch interessant aus, da das... Aha. Ach so, Bereiskarte, das heißt einfach, das zeigt mir, wo was ist. Oder wo was sein kann. Theoretisch irgendwo hier. Hinter soll was sein. Oder dieses graue Stück hier. Da unten. Man muss da hoch und dann runterspringen. Raketen eingesammelt. Halt. Was es da nicht alles gibt. Okay, links gibt's noch was. Und ganz oben. Also hier gibt's ja nichts. Hier links. Okay, was ist das? Lichtverstärke. Oh, wow. Hätte ich früher gebrauchen können. Naja. What the fuck? Was das für Geheimnisse sind? Links gibt's noch was. Also. Eigentlich wieder hier raus. Im geheimsten Geheimnis. Eine fucking Motorsäge. Wait, what? Geheimnisception, würde ich sagen. Im Geheimnis, im Geheimnis, nach dem Geheimnis. Wie mies ist das denn bitte? Alte Geheimception einfach. Jetzt haben wir alles. Okay.
Okay, sorry. Ist gerade ein bisschen nervig. Jetzt müssen wir da irgendwie links. Mal hier durch. In den Ausgang. Boss Lab. 100%, 100%. Alt. Heißt Party. Schnell man es eigentlich geschafft hätte. 20 Minuten. Okay, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge von Doom 1993. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Doom. Tschüss.